Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part War Thunder. Diesmal sind die russischen Flieger dran. Und mit denen bin ich jetzt wirklich schon ewig nicht mehr geflogen. Aber ich weiß, dass es die Shaika gibt. Die habe ich gemocht und auch gleichzeitig gehasst. Ist einfach ein Doppeldecker, der irgendwie jeden Flieger auseinander nimmt. Ist eigentlich ganz witzig. Ich hatte sogar bei den Russen noch die Reserveflieger drin, weil ich mit denen meistens während Livestreams irgendwelche Events mache. Spielen wir ja da meistens mal Doppeldecker. Und gut, jetzt für den Anfang nehmen wir mal die Ilm 2 mit Schlachtflugzeug, 403 km/h. Ich denke, das ist ganz... wobei, ist sogar eher langsam. Tatsächlich ist richtig langsam. Da ist ja die Shaika noch schneller. Ja gut, die ist eh relativ schnell. Ich denke, wir machen gut Schaden. Aber in dem Fall halten wir uns ja schon so ein bisschen aus dem Schlachtgeschehen raus. Und ich merke schon, das Flugzeug ist eher träge. Ging das nochmal mit den Farben? Ich will jetzt nicht irgendwelche Taschen drücken, aber gut, ich drücke halt gerade mal irgendwelche Taschen. Ah, das Fahrwerk. Fahrwerk ist, glaube ich, eher schlecht. Aber gut, was musst du denn machen? Theoretisch landen, okay. Und ich werde hier jetzt einfach ein bisschen an Höhe gewinnen und alles abschießen, was versucht da zu landen. Oder wir gehen gleich in Sturzflug und gucken, dass wir den da unten abfangen. Oh, ich bin so langsam. Und vielleicht schon gemerkt, im War Thunder bin ich eigentlich einer dieser Spieler, der gerne auf Geschwindigkeit setzt. Mein Mikrofon ist nicht richtig. Ah, gut. Der Spieler hat sich in dem Fall erledigt. Da vorne an. Nein, Spitfire, ich hasse die Dinge. Ich habe aber, glaube ich, selber eine. Sehen wir dann später, ob ich sie immer noch hasse. Wenn ich selber mit einer Flieg kritische Trefferflugzeug zerstört und ich lebe noch! Ja, Mann! Okay, ich glaube, ich bin eher dafür da, um irgendwelche Bomber zu jagen. Wobei Bomber sind halt immer, die fliegen immer so hoch, die sind dann auch ungeschickt und sind so schnell. Ich mache halt recht viel Schaden. Na gut, das wird nichts, da treffen wir nicht. Auch nicht auf. Oh, ho, kritische Treffer. Und wer ist geklärt, wir sind definitiv nicht sehr wendig. Nee, das Flugzeug zerstört. Okay, gut, das macht schon zwei. Was gibt's denn sonst noch hier? Habe ich noch genug Munition? Ja, es sollte noch für einen Flieger auf jeden Fall reichen. Wir haben auch einen Flughafen inzwischen. Die Feinde haben keinen. Den Flughafen einnehmen ist ja auch so eine Geschichte für die Shaika. Wiegt ja nichts. Ich hoffe nur, dass die P-40 hier jetzt aufhalten kann. Sieht nicht mal so aus, ob die landen will. Hier ist das italienische Flugzeug wahrscheinlich eher. Treffer tatsächlich. Verdammt. Na gut, laden wir mal nach. So schnell erwischen wir jetzt wahrscheinlich sowieso nichts hier. Und eine Abschusshilfe. Hey, da drüben haben wir eine U87 Stuckers. Ja, die sind immer relativ träge. Mit denen kann ich es vielleicht aufnehmen. Da würde ich sogar einen Kurvenkampf gewinnen wahrscheinlich. Ja, da drüben ein bisschen weiter nach rechts. Ich weiß nicht, wohin die fliegen will. Jetzt haben wir noch einen zweiten Flugplatz. Stuttgart gewendet. Wahrscheinlich jetzt eine Bombe auf die P-36 werfen oder zumindest die P-36 anderschweig abschießen. Gut, da haben sie ein bisschen... Ja man, Flugzeug zerstört. Perfekt. Zieht nach... Was soll das? Das Doppeldecker. Oh mein Gott. Den muss ich ausschalten. Ah, das war nicht mal ein Doppeldecker, es war so ein Seelandeflugzeug, sah nur aus wie ein Doppeldecker. Und gut, drei Luftziele zerstört, dann nehmen wir jetzt bitte den schnelleren Flieger. Schnellsten, den wir haben. Das wäre in dem Fall die LAK 311. So. Schon viel besser.
Habe ich Maschinenkanone? Ja, perfekt. In der Mitte, wunderbar. Ah, Wolken. Gut, sieht ja eigentlich ganz gut aus, das Match bis jetzt. Also wir haben zwei Flughäfen. Gegner nur ein. P26, ja. Also mein ganzes Team ist irgendwie so. Da sind alle da hinten. Ich weiß nicht, ob es jetzt so riskant ist, da jetzt einfach reinzufliegen. Da ist zwar ein Verbündeter, der jetzt auf die P26 geht. Ich gehe auf die Hurricane, dann hoffe, dass die KI-61 noch weit genug weg ist. Oder ich fange die MiG ab, die ist relativ außerhalb. Hoffen, dass RCS mich nicht sieht davor. Ich setze gerne auf den, ich sag mal, Überraschungsmoment. Gut, schade. Aber wir sind immerhin sehr, sehr wendig. Treffer auf jeden Fall schon mal. Ah, ein bisschen was von der Motorleistung runter. Oh, verdammt. Wieso habe ich den Flieger nicht getroffen? Da wäre es jetzt ein Abschuss gewesen. Also ich hätte ihn ja nur einmal so ein bisschen erwischen müssen. Typhoon, mal sehen. Waffen sind ja ziemlich stark. Ah, nochmal Glück gehabt. Ich schätze, wir sind jetzt nicht so wendig. Wahrscheinlich sind sie eben. Können die besser steigen wie ich. Oh fuck. Ja, jetzt bin ich zu langsam, weil ich so ein bisschen in der Luft festhänge. Ich hoffe einfach nur, dass ich das noch schnell packe und nicht in Bäume krach. Scheiße. Okay, das war jetzt peinlich. Ich hab wirklich gedacht, ich komme da ein bisschen besser durch. Egal. Nehmen wir mal die Shaika und versuchen mit der irgendwas abzuschießen. Das macht nämlich unfassbar viel Spaß. Vor allem, man muss bei der Shaika einfach Leuchtspurmunition mitnehmen. Man muss es einfach. Sieht nämlich relativ cool aus. Ist eigentlich immer so lackiert oder habe ich da irgendwie einen Skin drüber gezogen? Ich hoffe, dass ich das nicht gemacht habe, es sieht irgendwie furchtbar aus. Aber gut. Das sind die Gegner da unten. Haben wir Hurricanes und Typhoons, das sind größtenteils Jagdbomber. Der Stucker relativ weit oben. Fokker Wolf, mit der wollen wir uns nicht anlegen. Wir sind halt natürlich sehr langsam, aber dafür wendig. Beide sind ja gerade diese Hurricanes und Typhoons relativ gut. Und die Stukas. Weil die haben im Kurvenkampf keine Chance gegen mich. Nicht ansatzweise, ich bin eine Shaika. So, ich schätze mal, die Stuka will da landen. Das wollen wir nicht, dass sie das tut. Sieht sowieso eher schlecht aus. Ich glaube, die will einfach nur ein Bodenziel ausschalten. Ich hoffe, dass wir nicht, dass der Heckschütze der Stucke uns nicht erwischt, weil. So, das ist halt das Problem bei der Shaika. Kann sein, die trifft ohne Ende, aber es geht halt nichts kaputt. Und man weiß immerhin, wohin man feuert. Man sieht es recht nett. Boah. Als Shaika rechnet man schlicht und greifend nicht damit, dass man irgendwie schneller ist als der Feind. Gut, jetzt sehen wir ein bisschen weniger. Oh, passt schon. Vier Flieger abgeschossen, entscheidender Schlag, wunderbar. War jetzt wahrscheinlich das kürzeste aller War Thunder Videos, also wenn ihr nochmal ein Gefecht mit Russen wollt, dann gebt mir auf jeden Fall Bescheid. Und ansonsten, was ist dann jetzt wahrscheinlich? Was? Ich war nur Fünfter? Ja, okay, ich habe nicht so viel abgeschossen. War ja zu langsam. Ja, man merkt. Kritisiere gern. Aber gut, dann war es jetzt soweit. Ich hoffe, von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.